Der Rundwanderweg Hoher Meißner erstreckt sich über 13 Kilometer. Er befindet sich, wie alle Premium-Wanderwege, im Geonaturpark Frau Holleland. Der Hohe Meißner ist der größte Berg in Nordosthessen und nicht, wie so oft angenommen, die größte Erhebung in ganz Nordhessen. Unser erstes Wanderhighlight ist die Eisquelle. Sie trägt ihren Namen zurecht, denn das Wasser hat hier eine Temperatur von 0 bis maximal 2 Grad Celsius. Um den höchsten Punkt von ca. 753 Metern zu erreichen, muss man einige Steigungen bewältigen. Dies setzt festes Schuhwerk und eine mittlere bis gute Kondition voraus. Bei allen Premium-Wanderwegen gibt es immer wieder die Möglichkeit, sogenannte Abstecher zu machen. Geht man diese meist 1 bis 1,5 Kilometer entfernten Wege, wird man mit einer Sehenswürdigkeit belohnt. Diese Strecke muss man dann aber wieder zum Hauptwanderweg zurückgehen. Also kehren wir wieder auf den Hauptweg zurück und gehen zum nächsten Aussichtspunkt mit Blick auf den Kalbesee. Im Hintergrund sieht man die Stinksteinwand. Sie erhielt ihren Namen, weil im Inneren seit Jahrhunderten noch Braunkohle glimmt. Durch Bodenspalten treten Schwefelgase aus und bei entsprechend stehendem Wind weiß man, dass diese Wand zu Recht ihren Namen trägt. Premiumwege sind alle sehr abwechslungsreich. So wandert man zum Beispiel durch lange Wiesenfelder, um dann wieder in tiefen Wald einzutauchen. Manche Wege führen durch kleine Dörfer oder sogar direkt durch alte Ruinen. Wir erreichen das Naturdenkmal, die Kitzkammer. Vor ca. 5 Millionen Jahren drang durch Spalten dünnflüssige Lava an die Erdoberfläche und kristallisierte sich senkrecht zur Abkühlungsfläche. So entstanden diese Basaltsäulen. Der Name dieses Ortes geht wohl unter anderem auf ein Volksmärchen zurück, in dem Frau Holle zänkische Mädchen in Katzen verwandelt und in die Felswand die Kitzkammer sperrt. Andere Wanderwege, wie hier der Grimmsteig, benannt nach den Gebrüdern Grimm, kreuzen unseren Pfad. Mittlerweile haben wir den Wald verlassen und laufen direkt auf das Naturfreunde Meißnerhaus zu, wo wir eine kurze Pause einlegen, um diese Aussicht zu genießen.
Ende unserer Wandertour steigen wir jetzt nochmal auf eine Höhe von ca. 600 Metern. Dort befindet sich das Naturdenkmal Seesteine, welches im Jahr 1890 zum Teil von Forstleuten, Naturfreunden und Wanderern errichtet wurde. Unterhalb der Seesteine lag ein inzwischen versandeter See, daher der Name. Überwiegend handelt es sich auch hier um Basaltgestein. Schließlich treffen wir wieder auf unseren Ausgangspunkt. Aus der 13-Kilometer-Strecke sind dank dem einen oder anderen Abstecher noch einige Kilometer dazugekommen.